Servus, schön, dass ihr Zeit gefunden habt, wieder einzuschalten. Und ich würde mich freuen, wenn es euch gefällt. Drückt Daumen rauf. Heute mit Erich. Das ist dieser ruhige junge Herr, der immer sehr gestresst wirkt. Wenn es euch nicht gefällt, drückt Daumen rauf. Heute wird er richtig ausgebeutet. Wenn es euch egal ist, drückt Daumen rauf. Tschadagen, sagt man bei uns. Das sind Maisspeicher, die richten wir her. Wenn ihr gerade in Scheidung lebt, drückt Daumen rauf, abonniert den Kanal. So, jetzt kommt ein nächster spannender Teil. Ein spannender Teil folgt den nächsten spannenden. Falls jemand einen guten Arzt kennt für Herzrhythmusstörungen, die Adresse unten in die Kommentare zu schreiben, steigt der Blutdruck. Wir haben jetzt dieses Teil weggebrochen. Das war hier. Das ist nicht mehr das richtige Holz. Das wurde schon irgendwann vor 50 Jahren oder so ersetzt mit Fichte, Lärche ausgetauscht. Und hier macht der Erich jetzt eine Schablone hinein, so wie wir es hier schon gemacht haben. Ich werde hier Holznägel einbohren und diese Holznägel mit der Heinzelbank, also mit der Schnitzbank, schnitzen. Wir stehen hier im Schatten, ich und meine Schnitzbank, damit wir keinen Sonnenbrand bekommen. Hier kann man sehen, wie das mit den Holznägeln war. Ganz außen waren die eingebohrt und sogar durch. Die haben hinten herausgeschaut. Hier kann man auch noch einen erkennen. Herrst Erich, kannst du kurz hergehen, dass wir schauen, wo wir die bohren? Was du sagen willst? Jetzt machen wir kurz eine Lagebesprechung, wo dieser Nagel durchgehen soll. Ich habe Angst, dass das springt und... Sind auf der ziemlich mittig. So. Da mittig und da mittig. Na, eher, dass es nicht da springt, ha? Ja, da. So. Ja, schaut eh gut aus. Den ersten Gang. Der brennt mir gleich an. Was ist da drin für einer? Okay, das ist ein schöner Dreck. Hier ist die Bohrung und jetzt wird geschnitzt. Ich mache am Schluss eher einen Spitz. Hier muss ich etwas dünner werden, denn die sind 20 x 20 mm. Schauen wir hinten heraus. Und jetzt werde ich hier noch eine schöne Phase anritzen. Okay, das muss ich dann mit dem Stemmeisen machen. Da komme ich jetzt so nicht hin. So, hier noch der zweite Holznagel. Ein wenig ist es herausgegangen. Wie weit habe ich hier Fleisch? Genug kann ich hier so bohren. Zwischendurch immer ausreiben. Dann wird er auch leichter hinausgehen. Vielleicht ist das die Lösung. Ist doch sehr hart, dieses Akazienholz. Erich, der Trick ist es, immer schön alles wieder auszuräumen, ganz herausfahren, nicht in einen durchbohren. Hier habe ich in einem durchgebohrt, da ist der Bohrer so schwer herausgegangen, mein Herz hat geweint. Den nächsten Holznagel habe ich schon geschnitzt. Den werde ich jetzt richtig einschlagen, so dass der Regen abrinnen kann. Der ist streng genug drinnen. Und hier oben werden die nächsten Holznägel eingebohrt. Das mache ich jetzt schnell. Erich hat die Schablone schon fertig und er schneidet das jetzt alles aus. Das haben wir jetzt ausgetauscht, mit Holznägel angenagelt. Und jetzt kommen die wieder zurück. Die werden wir zum Großteil retten oder die, was ganz kaputt sind, stückeln oder ersetzt noch neue. Es ist wahrscheinlich etwas laut. Wir haben hier eine Plane hergespannt, dass es etwas Schatten gibt. Ich kann euch das kurz zeigen. So. So gute Ideen hat immer der Erich. Er kennt sich extrem gut aus mit so Wüstenklima. Ich glaube, im vorigen Leben war er ein Kamel. Jetzt muss er lachen, weil schon da oben hat er alles hin.
Schau, da war er da nicht gewesen, da, weil da war gar keine gewesen am Rand. So. Genau. Das ist gar nicht original da. Gerade. Richten. So, ich jetzt. Hinten da, die sowieso. Das muss so sein. Aber die sind oben da gestanden und fahrt runter gewesen und alles. Auf gehen wir noch innen umladen, der Quer um. Okay, kannst du auch tun. Schau, hängen Sie da in der Mitte, dann kannst du oben nicht mehr dran. Wir müssen unbedingt vorbauen. Erstens, weil diese Fichtenlatten zerspringen würden. Und zweitens, in das Agazi bekommt man einen Nagel so einfach nicht hinein. Daher vorbauen. So. Soll ich den nicht aufschauen lassen? Dann ist schon ziemlich original. Erich, du brauchst nicht zu tief bohren. Ich denke, das ist Agazi. Du hast den Nagel verkehrt, Erich. So. Passt. Nächste. Jetzt brauchen wir eigentlich die längeren. Sind das die? Hier ist noch eine kurze, die ist kaputt eigentlich. Und diese hier würde so gehen noch, oder? Ja, innen nageln wir einen an, der was so bündig, so. Drin. Genau. Wir sind uns etwas uneinig noch. Wart. So, das ist jetzt soweit fertig. Oben hier haben wir gestückelt, die Stöße hier, und oben muss jetzt noch genagelt werden. Hier haben wir frei auch alles ausgerichtet und so viel vom alten Holz benutzt wie möglich, wie ging. Und ja. Dieses Dürl, das hierher kommt, das ist eine Lattentür, sagt man zu sowas, die ist jetzt total kaputt eigentlich. Aber sie soll trotzdem so weit wie möglich erhalten werden. Jetzt werden wir hinten eine Leiste mit Leim anschrauben. Wenn wir nageln, würde das zerfallen. Also wir schrauben das und über die Schrauben kommt dann eines drüber genagelt mit zwei Nägeln, damit die Schrauben abgedeckt sind. Leider fällt uns keine andere Lösung ein. Es gibt sicher genug Leute, die eine Lösung hätten. Aber wir glauben, dass das zerbröseln würde. Denn ich werde euch das kurz zeigen. Hier, das ist alles komplett morsch. So, dass das Schein ausschaut, ja. Wir nehmen die Kante, die schon älter ist, damit wir so wenig Schnittkanten wie möglich haben. Und jetzt wird vorgebohrt, geschraubt. Also Leim tun wir nicht. So. Hier unten, das schneide ich gleich ab auch, oder? Ja, kannst du machen. Mit den Jahren hat man das ein Gefühl, wie viele Schrauben man da braucht. Das schneiden wir hier ab, denn es geht nicht zu, das ist im Weg. Der Erich hat erst überlegt, ob wir innen auch so eine Strebe geben sollen, aber das wird sowieso nicht aufgemacht. Und diesen Beschlag werden wir hier jetzt annageln. In Wirklichkeit kann man da gar nicht hineingehen, denn das Schloss lassen wir auch. Oder, Erich? Ja, ich würde sagen, das heißt, das ist nicht begehbar dann. Nur original ist legal. Genau. Nur original ist legal. Schöner Satz. Wir räumen jetzt die Schadage aus, kehren alles aus und dann wird sie geschlossen und wird wahrscheinlich nie wieder geöffnet werden. Historischer Moment eigentlich. Erich kehrt aus. Hier waren irgendwelche Eisennägel drin. Da haben wir mit der Hornzelbank, mit der Heinzelbank, mit der Schnitzbank hier neue Nägel geschnitzt, das war drinnen. Und hier bei dieser haben wir auch einen neuen geschnitzt. Da war dieses Teil drin. Diese alten handgeschmiedenen Nägel haben wir aus der Schadage herausgezogen. Jetzt wird sie Erich wieder gerade machen. Und so können wir diese Nägel wieder verwenden und schätzen eigentlich die Arbeit von diesem Menschen, der sie einmal gemacht hat. Der hat sicher für den einen Nagel einen Monat lang gearbeitet. Oder nur 10 Minuten.
Großen gehen wir da hoch und der Kleine geht da rein. Passt. Es wird vorgebohrt und dann werden diese alten Nägel verwendet, um die Chatage für immer zu schließen. Halt das Tor, das ist überhaupt ausgehörig, wenn du diese großen Nägel jetzt reinschlägst. Das werden wir gleich sehen. Achso, brauchst du größer vor, damit das... Interessant wäre auch zu wissen, in welchem Jahr diese Chatage das letzte Mal verschlossen wurde. Hey, Erich, das geht's. Oh! Jetzt geht's auf. Jetzt ist der ganze Zauber mit dieser verschlossenen Chatage eigentlich dahin. Es ist schon sehr traurig, muss ich sagen. Das ist einer der traurigsten Momente. Ah, das, da ist wieder alles hin. Da wird mehr kaputt. Mehr kaputt nicht, da muss ich gleich umschlagen. Da. Das fällt alles vernaunt, das geht gar nicht umschlagen. So, dass der da nicht rein will. Na los das, der wird los das. Ah, der geht's rein. Fällt das ganze Tier vernaunt. Wo ist der Nagel jetzt hingefallen? Gerade oben. Helft um Zuchen. Das Reinigen der Chatage hat nicht nur einen optischen Grund, sondern auch die Feuchte wird quasi verhindert, also dass eine Nässe zurückbleibt. Wenn es regnet, wird dieses ganze Laub und diese Erde feucht und bleibt sicher ein paar Tage feucht, bis es wieder trocken wird. Und in dieser Zeit kann das Holz natürlich morschen immer. Und wenn das weg ist, ist dieses Problem eigentlich gelöst. Und es kann nicht nass bleiben. Erich ist eine Maschine am Gebläse, also er hat das jetzt weggebläst, geblasen, damit das wirklich sauber ist und staubfrei. Er mag nur staubfrei arbeiten. Hier kommt ein Regenbrett, oder wie sagt man dazu? Regenbrett. Regennase, damit das hier geschützt ist. Das haben wir weg, weil es komplett vermorscht war. Dieser Balken ist zwar schon etwas hinüber, aber er hält das noch aus, denn Wasser kann keines mehr dazu. Hier haben wir schon ausgetauscht, das haben wir eingepasst, hinten 45 Grad angehobelt, damit das schön dicht anliegt. Und wir haben das so grob nachgeschnitten. Hier noch ein Originalholznagel. Und hier auch das, wir mussten leider stückeln, denn so lange Teile sind schwer zu finden, die schon verwittert sind. Auf jeden Fall ist das hier auch angepasst. Bei dieser Chatage werden wir es nicht anpassen, denn es war auch nicht, bei der war es grob angepasst und bei der war nicht. Das heißt, wir schneiden das gerade ab und es sollte gut sein. Oder, Erich? Ja. Ja. Dann brauchen wir jetzt ein Holzbrett. Das können wir eigentlich gleich nehmen. Wenn eine Schraube nicht herausgeht und man hat von unten festen Druck, geht er heraus. Erich hobelt, bei ihm sind es genau 45 Grad, bei mich hobelt sind es nur 42,5 Grad. Ein bisschen nachschneiden. Ja, 2 cm. Müsst ihr das anreißen parallel? Nägel, Hammer, hier passt es ganz genau, jetzt können wir das annageln. Soll ich da gleich anfangen? Ja, ja. Wo sind wir da ungefähr? Da, ha? Nein, kommt. Das ist zu kurz. Hier schneiden wir jetzt noch einen Rest ein. Wie gesagt, solange Teile, die abgewittert sind, sind schwer zu finden. Das brauche ich da was. Aber nie was damit auf der Rückseite.
ist so kein Bräder. Warte mal. Ja, was ist? Schmöller ist keiner, Erik. Also, ja, ich gratuliere, wir haben die Chardang erfolgreich restauriert. Sie sind wunderschön. Ich habe ihm gesagt, er muss immer in dieses Mikrofon sprechen, sonst hört man ihn nicht. Vielleicht, dass er kurz Hallo sagt. Hallo. So, so nahe musst du nicht gehen. Okay. Corona. Ah, ach so, ja. Wir sind geimpft und gespritzt. Und also, gechippt. Gechippt. Also, gechippt sind wir. Ja, gechippt, getuned. Gratuliere, Erich, wir haben es geschafft. Die Chardang sind fertig. Du weißt ein wenig über die Chardang. Du hast ja großteils wirklich deine Jugend in Chardang verbracht. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja, im Sommer war das immer sehr angenehm, weil der Wind so durchgezogen ist. Ja. Das war ja deswegen auch, dass der Mais schnell trocknet. Ja, also du bist eine trockene Kindheit, Jugend. Genau, sehr, sehr trocken. Im Winter war es etwas kalt, aber sonst, ja, ich wurde ja nicht viel rausgelassen. Okay, ne? Oder woher kommt eigentlich eine Guru-Chardange? Bei euch in der Region hier sagt man Guru dazu, oder Guru? Ja, Guri. Guri kommt angeblich aus dem Ungarischen, also auf Deutsch ist er Maisspeicher und ja. In kroatischer Sprache ist eher die Chardange. Chardange. Ja, genau. Wurde also wirklich von unseren Vorfahren, jetzt eigentlich nicht mehr zum Mais trocknen, umgebaut, denn angeblich haben die Türken so etwas gehabt als Aussichtstürme, sind dann nach dem Türkenkrieg stehen geblieben und unsere Vorfahren haben die dann umgebaut. Okay, also so ist die Entstehungsgeschichte quasi von den Guru-Chardangen, genau. Von den Guris oder Maisspeicher. Und sieht man den so weltweit auch irgendwo noch oder weißt du das auch nicht? Wüsste ich jetzt nicht. Okay. Na, auf jeden Fall sagen wir danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen. Ich glaube, dir hat Spaß gemacht. Ja, war wirklich schön, mit Manuel zusammenzuarbeiten. Es war ein wunderschön. Das Wichtigste habt ihr nicht gesehen. Zum Mittag haben wir Cordon Bleu gegessen. Und Erich hat immer sehr kleinen Hunger. Das heißt, wenn wir so ein Cordon Bleu bestellen, lässt er ungefähr 3/4 davon über. Und ich hoffe, wir haben noch öfters irgendwie gemeinsam arbeiten, damit wir wegen den Cordon Bleu. Na, schauen wir mal. Jetzt muss ich mal 3 Wochen Urlaub irgendwo entspannen. Weil aber war es nicht lustig. War nicht so einfach, ja. Passt. Danke, wir tschüss, sehen Papa. Uns. Tschüss. Egal, du bloß, du auch nicht, Handschuhe und die mit. Schauen schon wieder, sagen gleich schon wieder auf. Ja. Nix Blätter reden. Warte, das musst du wegschneiden, nein, die, wo das runterfällt, weil das ist ein Schaß. Pass auf, Erik, Kabel. Schneid sie. Nein, das kannst du wegschneiden, wenn der Erich da so geschlampert und dumm mit der Wasserwache. So. Das ist aus der Zeit. Ja. Nein, du hast ihn eingesteckt, ob das auch nicht. Nein, das kannst du alles rausschneiden. Ob jetzt. Warte, du die Kamera bist noch. Nadja, ob jetzt. To a land where no signs are
ist nicht der Mensch. Ich spiele Gitarre und mein Kollege spielt Cello. Machst du das zusammen? Ja. Ja. Das hat so wieder ja, das hat noch nie wer gehört, sagen sie immer, wenn wir wo spielen. Das ist eine ungewöhnliche Kombination. Ja, ja, sehr, ja. Ja, aber beide falsch spielen, ist okay. Ja, na, sie kann richtig, sie hat das gelernt, sie hat das studiert. Ich spiele falsch, aber das deckt sie dann an. Ja.